Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Heute nehme ich euch mal mit und zeige euch, wie ich diese Fotos machen konnte. Und zwar das ganz einfach von zu Hause, bequem, ohne mich irgendwo draußen anzusitzen. Was ich dabei beachtet habe, wie meine Stelle, also meine Futterstelle, meine Ansitzstelle aufgebaut ist, worauf ich da geachtet habe und was die Einstellungen in der Kamera sind. Let's go! So, herzlich willkommen auf meiner Terrasse. Und das ist der Aufbau, den ich gewählt habe. Wir haben hier ein Futterhaus, ganz stinknormales Futterhaus. Hier kommt das Futter rein. Ist aktuell leer, das werde ich gleich nochmal auffüllen. Und dann habe ich hier links mit einem alten Christbaumständer, der schon echt ein bisschen in die Jahre gekommen ist, habe ich hier so einen, weiß ich nicht, so einen relativ dicken, morschen Stamm befestigt. Der ist, würde ich jetzt mal sagen, ja, geht mir ungefähr bis zur Brust, also 1,30, 1,40 hoch. Und ich habe hier einen kleinen Ansitzast rangenagelt, also an zwei Stellen befestigt. Das heißt, auf dieser Stelle hier landen oft die Singvögel, hier oben landet oft die Amsel, aber manchmal auch hier die Singvögel. Und meine Idee dabei war, wenn man jetzt die Position ein bisschen verändert, sieht man, dass wenn die Vögel hier oben landen und hier ins Futterhaus fliegen, gibt es hier eine Flugstrecke. Und in dieser Flugstrecke werde ich meine Kamera gleich aufbauen und dann versuchen, die Vögel zu fotografieren. Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Licht. Ihr seht, die Sonne geht eigentlich hier auf und geht dann in so einem Bogen da hinten unter. Was mir jetzt natürlich die ganze Situation begünstigt beim Fotografieren, ist, dass hier eine sehr neblige Stimmung ist. Diese Stimmung haben wir jetzt schon ein paar Tage und es zieht der Nebel, der zieht von den Feldern hier so ein bisschen auch in den Garten rein. Das heißt, hier an der Stelle gibt es einen ganz, ganz weichen Kontrast im Hintergrund. Das zeige ich euch auch in der Bildaufstellung. Man sieht es auch daran, dass hinten die Bäume kaum noch zu erkennen sind. Also hier sieht man eigentlich keine Bäume mehr und normalerweise kann man die Bäume ganz scharf erkennen. Das heißt, das Grundsetup ist eigentlich relativ einfach. Wichtig ist erstens das Wetter. Die Sonne darf nicht scheinen, denn sonst haben wir zu harte Kontraste und das Bild sieht nicht mehr schön aus. Zweitens, Nebel begünstigt die Situation in zwei Fällen, nämlich einmal der Hintergrund ist cleaner, hat einen weicheren Kontrast und das Bild wirkt aufgeräumter. Ich nehme jetzt mal mit rein und wir schauen uns mal den Aufbau an der Kamera. Das ist jetzt der Aufbau der Kamera. Ich habe hier ein stinknormales Dreibeinstativ verwendet mit einer Affenschaukel, nennt sich das, also so ein Gimbalkopf. Das muss kein Gimbalkopf sein, das kann auch ein anderer Kopf sein. Und die Kamera ist dann eben darauf montiert. Hier habe ich jetzt genutzt das 70-200 von Tamron. Warum denn jetzt ein 70-200 und kein 200-500? Ganz einfach das Licht. Das Licht macht hier einen riesen Unterschied, denn ein 70-200 hat eine Blende 2,8 und ein 200-500, was ich habe, hat eine Blende 5,6. Das heißt, ich verliere jede Menge Licht und das Licht brauche ich nämlich auch. Wenn kein natürliches Licht vorhanden ist, muss man das halt eben durch eine geöffnete Blende wieder reinholen oder eine hohe ISO-Zahl. Aber meine Kamera verträgt, sage ich mal, so ISO 8000 noch gerade so, aber danach wird es schwierig. Und ich will ja auf eine sehr kurze Verschlusszeit kommen. Wir schauen uns mal die Einstellungen an, die ich hier vornehme. So, das ist jetzt also mein Kameraaufbau. Ihr seht, dass ich oben den Modus A gewählt habe. Den kann man auch auf Modus M stellen. Dann hat man auch ein bisschen mehr Einfluss in die Verschlusszeit. Ich möchte aber allerdings, dass das Bild nicht zu dunkel wird. Deswegen gehe ich in den A-Modus und schaue, dass ich hier oben noch was verändere, wenn es eben nötig ist. Wir haben jetzt draußen noch einen wirklich sehr, sehr, sehr dunklen Tag. Deswegen ist die Verschlusszeit aktuell bei 1/2000stel, bei Blende 2,8 und ISO 6400. Das heißt, ich werde jetzt hier etwas von der Belichtung runternehmen, dass wir so ein bisschen auf eine 3200stel, eine 4000stel kommen. Weil das ist am Ende das Ergebnis, was ich erreichen möchte. Ein 4000stel, damit kriegt man auch die meisten Singvögel schon scharf im Flug abgebildet. Und das ist jetzt die Live-View-Ansicht. Wenn man jetzt hier einmal ranzoomt, sieht man, das Foto ist auf den Baum scharf gestellt und die Vögel fliegen dann meistens von der Strecke hier so rüber und in diesem Feld hier mache ich meine Bilder. Und wenn ihr jetzt seht, wie das aussieht mit Nebel im Hintergrund, hat das eine super tollen Kontrast am Hintergrund. Das ist jetzt, wenn ich den Hintergrund scharf stelle und das ist, wenn ich jetzt auf den Vordergrund wieder scharf stelle. Also
absolut toll, wenn es so neblig ist wie jetzt. Und es ist ja noch nicht mal total neblig. Klar, also hier hinten, wenn man jetzt hier sieht, das sieht schon super neblig aus, aber so viel kommt jetzt hier gar nicht rein, wird man meinen. Aber wenn man aufs Bild schaut, sieht das genauso aus, wie ich es mir vorstelle. Und ich hoffe, es wird gleich mal weniger neblig, weil dann kann ich euch mal so einen Vergleich zeigen, wie das normalerweise hier aussieht und was das für Auswirkungen auch auf das Bild hat. Also der Hintergrund sieht eben ganz anders aus. So, das ist jetzt ein bisschen später am Tag und wir sehen, dass der Nebel hinweg ist. Das heißt, hier hinten hat man jetzt zwar noch einen homogenen Hintergrund, aber der ist jetzt nicht mehr so ganz diesig und dünstig, sodass, wenn jetzt hier vorne Vögel fliegen, dass sie sich nicht mehr so richtig vom Hintergrund abheben. Sie heben sich zwar noch ab, aber wenn der Hintergrund natürlich milchiger ist und kontrastärmer ist, dann ist das Objekt, was im Vordergrund fliegt, natürlich einfacher zu fotografieren. So, wenn ich jetzt hier sitze, dann habe ich meinen Fernauslöser oder meinen Kabelauslöser in der Hand und wenn ein Vogel angeflogen kommt, drücke ich einmal drauf. Wie achte ich denn darauf, dass ich jetzt den Vogel auch drauf kriege? Wichtig dabei ist einfach, einen gut zu beobachten. Die Vögel sitzen meistens hier oben in den Bäumen, also in diesen Bäumen hier drin und schielen schon nach unten. Wenn ich sehe, okay, da sitzen einige drin oder sitzen vielleicht auch hier vorne drauf, dann nehme ich den Kabelauslöser schon in die Hand, nehme ihn so in die Hand und habe den schon halb runtergedrückt, dass ich nur noch draufdrücken muss, wenn sie zum Beispiel hier diesen Bereich anfliegen und dann nachher hier so reinfliegen. So, wir füllen jetzt einmal Vogelfutter nach. Und zwar ist das selbstgemachtes Vogelfutter. Das sind einfach Haferflocken, es wird Margarine, wird im Kochtopf angewärmt und dann Haferflocken reingekippt im Verhältnis 2 zu 1, also 2 zu 1 Haferflocken zu Margarine. Und dann wird das Ganze getrocknet und fertig ist das Vogelfutter. Und es wird von fast allen Vögeln angenommen. Also eine super Sache. Und das werde ich jetzt einmal noch nach draußen bringen, damit die Vögel was zu fressen haben und dann schauen wir mal, wann sie kommen. Was also wirklich extrem wichtig ist, ist beobachten und zwar ganz viel beobachten. Ich habe, bis ich dieses ganze Setup so gebaut habe, wie ich es jetzt habe, habe ich bestimmt 4, 5 Tage erstmal nur beobachtet, nur geschaut, okay, welche Vögel kommen, wann kommen sie. Das heißt, ich kann mir auch schon überlegen, zu speziellen Zeiten hier nur zu sitzen. Oft kommen die Vögel so um 10:30 Uhr tatsächlich, also haben eigentlich ja keine festen Zeiten, aber es ist wirklich so oft, dass zwischen 10:30 und 11 die meisten Vögel kommen und dann nochmal in der Mittagspause zwischen 12 und 13 Uhr. Was halt wirklich einen Unterschied macht, ist lange zu beobachten und die Vögel wirklich in die einzelnen Individuen auch kennenzulernen. Es gibt Vögel, Brownie zum Beispiel, ist eine Amsel, die relativ braun ist, also noch, glaube ich, aus dem letzten Jahr. Und das ist halt für mich Brownie und ich weiß genau, was Brownie macht. Brownie landet immer auf derselben Zake vom Dach, fliegt dann vorne auf den dünnen Ast drauf, hüpft auf den dicken Ast und fliegt dann ins Vogelhaus. So, und wenn ich das schon weiß, dann weiß ich ja schon vorher, wo ich die Kamera positionieren kann. Das heißt, es ist super wichtig, die Tiere im Vorhinein kennenzulernen. Und ich glaube, wenn man das jetzt in kleinen, in Anführungszeichen kleinen, hier im Garten hinkriegt, das dann auch in einem größeren Gebiet zu machen. Und wenn man das dann weiß, dann kommt man wirklich zu außergewöhnlichen Fotos. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Also mehr ist das gar nicht. Es ist halt wirklich sehr viel Geduld, manuelles Fokussieren, ein Viertausendstel, ein Dreitausendzweihundertstel, ISO anpassen, je nachdem, wie viel Licht draußen ist, Belichtungszeit anpassen Belichtungskorrektur anpassen und die Blende eben wählen. Und da ist natürlich super, wenn man halt ein Objektiv hat, was eine sehr, sehr große Blendenöffnung hat. Mit einem normalen Teleobjektiv ist es schwierig mit dem Licht. Da muss man schon in die ISO 20.000-Regelung wahrscheinlich kommen, wenn man auf einen Verschlusszahl von 1/4000stel kommt, damit das Bild nicht zu dunkel wird. Das soll es auch gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick zeigen, wie mein Setup hier im Garten jetzt aktuell ist. Das kann sich jetzt noch mal ändern. Vielleicht kommt da in Zukunft noch mal ein kleines Update.
Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst gerne einen Daumen nach oben da und folgt mir auf YouTube, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Bis dann. Ciao.